Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Pedi von Pedis Pub Art. Heute möchte ich euch mal zeigen, was ich demnächst im Februar spätestens, naja, so lange ist es ja auch gar nicht mehr hin, im Shop an Neuigkeiten bekomme von Craft Buddy. Wie viele von euch ja mitbekommen haben, war ich ja letztes Wochenende auf der Creative World das erste Mal in Frankfurt am Main und war natürlich ja, bei Craft Buddy am Stand und habe mich auch wahnsinnig darüber gefreut, dass ich die Leute von Craft Buddy auch mal persönlich kennenlernen und mal persönlichen Kontakt damit aufnehmen konnte und nicht immer nur übers Internet, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe euch drei Kleinigkeiten mitgebracht, einen Katalog, wo ich euch gleich nochmal was raus zeigen möchte. Und anfangen tun wir jetzt einfach mal mit den Forever Flowers. Da könnt ihr schon sehen, wird es demnächst neue Verpackungen geben, neue Setgrößen. Hier habe ich die Rose. Diesmal bekommt man da 35 Stück raus. Machen wir auch gleich mal auf. Das sind die, ja im Prinzip diese Plastiktüten, die wir sonst hatten, diese Nachfüllpacks, kleinen Tüten, wo wir sonst immer nur 20 Blumenzwerge rausbekommen haben. Die gibt es jetzt in solcher schönen Verpackung. Übrigens die Rosen, die wird es jetzt auch im Shop geben die nächsten Tage. Jetzt aber nochmal in der Tütenverpackung. Aber dann können wir auch einzelne Rosensorten nachkaufen bei mir im Shop. So, wie gesagt, diese ganzen Tüten werden jetzt demnächst alle nach und nach in dieser neuen Verpackung auftreten. Finde ich persönlich ganz entzückend und schick. Dann hätte man mal auch ein Mitbringsel für eine Freundin oder für die Nachbarin und dergleichen. Und es sieht einfach schöner aus als Geschenk, als wenn man jetzt, ich sag mal, so einen Beutel hat. Ne? Wir machen die jetzt mal auf. Ganz normal, ist ein Karton. Und drinnen sieht es dann jetzt so aus. Da haben wir auch noch, genau, die große Anleitung ist auch dabei. Alles auf Deutsch natürlich und anderen Sprachen. Ich muss mal kurz gucken, Englisch, Niederländisch und Französisch ist auch dabei. Hier hinten habt ihr mal eine Liste aufgeführt, ganz schick, was es da für Sorten an Blumen gibt, die es demnächst alles in diesen schicken Geschenkkartons gibt, sage ich jetzt mal. Und hier habt ihr natürlich, wie gesagt, jetzt wieder auf dem Kopf, eine super schöne Anleitung, wie ihr die Blümchen zusammensteckt. Also das ist in jedem Karton damit bei. So, dann haben wir hier, können wir das gleichzeitig als Aufbewahrungsbox wieder nehmen, würde ich sagen. Hier haben wir dann alle Blütenblätter. Ups. Alles das, was wir eben halt brauchen, um eine Rose zusammenzusetzen, haben wir jetzt hier in einzelnen Fächerchen drin, inklusive das Werkzeugset. Wie gesagt, also ich persönlich finde das super schön. Könnt ihr wieder den Deckel raufmachen. Wenn ihr noch nicht fertig seid, lasst ihr eure Reste drin. Man kann es auch noch woanders für verwenden. Also ich finde es prima. Wie gesagt, eine schöne Idee. Man hat toll was in der Hand, wenn man mal so eine Kleinigkeit verschenken möchte. Wie gesagt, die wird es demnächst dann nur noch in diesen Verpackungen geben, diese Nachfülltütchen. Und die Rosen kommen morgen, übermorgen, ich tippe mal eher übermorgen, sind die in den Shop eingepflegt, ja? Das waren die Forever Flowers. Da kommen demnächst aber auch, viele haben die auch schon gesehen auf Facebook, die Hortensien kommen demnächst und die Margariten bekomme ich auch in den Shop. Also es dauert auch nicht mehr lange. So, dann gibt es natürlich super viel Neues an Crystal Art. Anfangen möchte ich jetzt mal mit diesen kleinen süßen Einhornkärtchen. Die habe ich schon gelegt. Das ist recht dicke, stabile Pappe, sage ich jetzt mal. Und die kommen wieder in solchen Tütchen als Komplettset. Preis habe ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr ganz im Kopf. Aber wirklich ein Schnäppchen. Super schön für Kindergeburtstage, finde ich das ganz witzig. So wenn eure kleinen Mädchen Kindergeburtstag haben, dann können sich die Mädchen, sage ich jetzt einfach mal, denn ihre eigene Crystal Art Karte, Einhorn, können sie sich dann selber legen. Wie gesagt, das machen ja schon viele Kinder oder eure Enkelkinder. Oder ihr packt das in diese Geschenktütchen mit rein. Je nachdem. Also für Kinder optimal, mal zum Ausprobieren, zum Anfang. Und es wird noch, naja gut, jetzt im Sommer vielleicht nicht ganz so passend, aber nachher dann für Nikolaus oder Adventskalender wird es genau diese gleiche Größe noch mit dem Schneemann geben. Zeige ich euch gleich aber auch nochmal. Also die wird es ganz neu im Shop geben bei mir. Gab es auch noch nicht bei QVC. Und dann haben wir hier noch
nochmal wieder Bilderrahmensets. Das habe ich euch jetzt mal mitgebracht. Das machen wir jetzt auch gleich auf. Und zwar gehört das zu der Serie, die auch schon am 22. bei QVC auf Sendung waren, die uns Maria schon gezeigt haben. Sie hatte ja 3 so ganz niedliche Kinderbilder mit gehabt. Und da gibt es noch 3 weitere. Die kommen jetzt bei mir auch in den Shop. Also die 3, die Maria gezeigt hat. Und 1 zeige ich euch jetzt schon mal. Dann kommen dann noch 2. Die sind jetzt auch alle in diesem schönen Karton drin. Sind auch Komplettsets. Ist auch wieder eine Anleitung bei. Eine Inhaltsangabe und eine Anleitung. Aber das wisst ihr ja auch schon eigentlich. Dann ist der schöne Rahmen dabei. Ist übrigens ein Holzrahmen. Das Motiv zum Belegen und alles, was ihr dazu benötigt, um dieses niedliche, super süße Einhornbild zu legen. Aber ich sehe, das ist, glaube ich, gar kein Holzrahmen, ne? Das ist ein Kunststoffrahmen. Wir gucken mal schnell. Ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht. Das ist so eine Art Leinwand diesmal. Das ist jetzt keine feste Pappe. Hier ist die Klebefolie, wo ich mit meinem Daumen bin. Wie gesagt, das kennen wir ja, Schiffchen und Stift. Hier sind die ganzen Steinchen, alle mit den Buchstaben, wie sie benötigt werden. Jetzt gucken wir mal kurz, ob das Holz ist oder ob das Kunststoff ist. Ich merke das aber, glaube ich, schon, es ist ein Kunststoffrahmen. Die packen wir mal schnell aus. Genau. Und das ist dann ein Kunststoffrahmen. Könnt ihr euch hinstellen. Ein bisschen eingestaubt ist er. Hinstellen und Aufhängungen sind auch dran. Also, ich finde die Idee super niedlich, gerade so für kleine Babykinderzimmer oder Verschenktes zur Geburt, zur Taufe. Wie gesagt, also die Motive, ich bin sowas von begeistert. Ich habe hier auch einen Katalog für euch. Nicht für euch. Ja, ich möchte euch da draus was zeigen, sagen wir es mal so. Wäre jetzt so, ist jetzt nur für den Handel. Also ist jetzt nicht keiner so wie von Karin Jettenmeier oder sowas, dass die verschickt werden. Ne? Die können auch nicht bestellt werden. Nix, das sind jetzt nur für die Wiederverkäufer, so für die Shopbetreiber gibt es diese Kataloge. So, und daraus möchte ich euch jetzt mal zeigen, was ich bestellt habe und was demnächst in den Shop kommt. Genau, da fangen wir mal schon gleich mit den Crystal Art Karten an. Da hatte die liebe Maria uns ja auch schon ein Set gezeigt. Und die ganzen 9, das sind diese hier alle mit den lila Sternchen oben in der Ecke. Könnt ihr sehen, ne? Da. Die kommen alle jetzt im Februar bei mir in den Shop. Die anderen, ich glaube, den habe ich sowieso noch vorrätig, den. Die Katze ist auch vorrätig. Auf jeden Fall, es kommen noch Westies. Es kommt ein Faultier. Elefanten, die habe ich ja schon ganz oft gesehen hier bei QVC, in der QVC-Gruppe. Das sind ja eins von den Motiven, was Maria schon mit hatte. Hier ist dann der Schmetterling, eine Eisenbahn, Panda-Bären, nochmal niedliches für Kinder. Das Seepferdchen-Einhorn wollte ich schon sagen. Seepferdchen ist auch super niedlich. Also das kommen 3, 6, 9, 12, 15 neue Crystal Art Karten in den Shop. Und wie gesagt, die zweite Serie an Karten sogar noch bevor QVC die hat. Dann geht es weiter. Davon habe ich auch bestellt, weil ich die so toll fand. Das sind XL-Grußkarten, nennen sich die. Und zwar XL, weil die wirklich fast DIN A4 groß sind. Also es sind schon Klappkarten, wie man so Klappkarten halt kennt. Hier kann man das, glaube ich, auch ganz gut sehen. Ne? Ganz normale Klappkarten. Die kommen auch in so einer schönen Verpackung. Und mit allen Zubehör drum und dran. Aber eben, wie gesagt, dass sie fast A4 groß sind. Das sind sehr, sehr, sehr große Karten. Ich persönlich, mein Highlight ist auf jeden Fall die Eule. Das ist auch ein neuer Designer, eine neue Designerin für Craft Buddy. Die wird auch demnächst große Bilder noch präsentieren. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, von diesen XL-Karten 4 verschiedene. Kommen alle in den Shop. Die werden im Februar alle mit dabei sein. So, jetzt muss ich noch mal gucken, was ich euch noch zeigen wollte. Ah ja, genau. Hier haben wir dann zum Beispiel noch mal den kleinen Schneemann und das kleine Einhorn, was ich eben zum Anfang ganz gezeigt hatte. Was ich persönlich sehr gut für Kindergeburtstage oder ja, so für kleine Giveaway-Tüten, Goodies, hätte ich beinahe gesagt, sowas zum Verschenken mitgeben. Hat man mal so ein kleines Mitbringsel
zum Probieren für die Kiddies. So, ganz toll, wo ich mich super gefreut habe, wo ich das gesehen habe. Und ja, kann ich kaum abwarten persönlich, dass die wirklich kommen. Sind Notizbücher, Notebooks. Kommen auch wieder in einen super schönen Karton. Es gibt 4 verschiedene. Eule, Katzen, das niedliche kleine knuffelige dicke Einhorn. Und diesen super, ja, edlen, sage ich mal, schon Totenkopf. Ich bin eigentlich gar nicht so der Fan davon, aber das sieht so schön aus. Den habe ich da auch schon belegt gesehen auf der Messe, also schon mal fertig in der Hand gehabt, das ganze Buch. Und mit dem schwarzen Hintergrund, das wirkt sowas von edel. Also ganz toll. Diese 4 kommen. Auf jeden Fall die Notizbücher. Hier könnt ihr das sehen. Die sind alle, ja, mit liniiertem Papier, also jetzt nicht kariert oder einfarbig. Das ist liniiertes Papier, nennt sich auch Notebook, Notizbücher, Neuheiten, 4 verschiedene, genau, linierten Seiten, Design, Schablone, Bastelzubehör, farbige Kristalle und eine Anleitung ist da sowieso mit bei. Ich meinte, die haben eine A5 Größe, legt mich da jetzt bitte nicht ganz so fest drauf, aber ich meine, die waren so ziemlich A5 groß, wenn nicht sogar einen Ticken größer. Also super, super schön. Und guckt euch diese Eule an. Mit der kleinen Elfe, die da sitzt. Ist das nicht entzückend? Und das Einhorn. Also ich liebe sie alle 4 auf jeden Fall. Die kommen, hoffe ich, sehr schnell auch. Genau, und dann kommen wir auch schon zu den kleinen Bildern. Das sind ja die 1, 2, 3, die Maria uns schon bei QVC gezeigt hatte. Diese super niedlichen. Das ist das Einhorn, was ich euch eben gezeigt habe. Und dann wird es noch diesen fliegenden Panda. Das ist ein Panda-Bärchen, soll das sein? Ja, Flying Panda. Und diesen süßen Löwen gibt es dann auch noch. Also ich bekomme alle 6 auf jeden Fall in den Shop. Und ja, ich finde die entzückend. Gerade so für die Lücken oder ich denke mal, das Einhorn, das würde ich mir ja schon selber noch wieder ins Arbeitszimmer hängen. Gut, dann gucke ich mal. Dann hatten wir noch was. Ich möchte euch jetzt natürlich nur das zeigen, was ich jetzt geordert habe. Genau, da kommen noch. Es gibt wieder neue Uhren. Erinnert ihr euch noch daran? Letztes Jahr gab es ja schon 4 verschiedene Modelle. Den Delfin, die Katze, die Palm und den Tiger. So, ich konnte mich jetzt nicht so ganz entscheiden, welche Motive ich jetzt am schönsten fand. Habe mich dann jetzt nur auf 2 Uhren reduziert von diesen 4. Das sind die 4 neuen, die es dieses Jahr geben wird. Ihr bekommt bei mir im Shop das Einhorn. Könnt ihr das sehen? Das ist richtig schön. Oder die Einhörner beziehungsweise. Und muss ich nochmal kurz gucken. Die Schmetterlinge habe ich bestellt. Also die beiden Uhren werdet ihr demnächst bei mir auch im Shop bekommen. Das ist das erste Mal, dass ich sogar Uhren von Crystal Art habe. Oder haben werde, beziehungsweise. Und das war's. Ach nein, gar nicht. Jetzt hätte ich euch ja fast noch was unterschlagen. Und zwar die Sticker, die Crystal Art Sticker, gibt es natürlich auch neue. Die Eulen kennt ihr hier schon. Die hat Maria uns ja präsentiert. Komm in Shop. Und dann gibt es noch einmal diese Kindermotive, diese ganz niedlichen. Ein Häschen, ein Igel, eine Eule, ein Fuchs, ein Waschbär. Also ich sag mal, alles so Waldtiere. Das ist, glaube ich, so ein Eichhörnchen. Hier ein Piepmatz, ein kleines Reh, ein Teddybär. Und das, ein Silberfuchs, Graufuchs, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Auf jeden Fall so, ich sag mal, diese Waldtiere, die kommen auch auf jeden Fall. Haben wir mitbestellt. Die werden demnächst auch vorgelegt sein. Genauso wie die Eulen, die werdet ihr dann natürlich bei mir auch bekommen im Shop. Und es gibt weiterhin die Crystal Art Sticker in den Tüten, wie wir das so auch gewohnt sind. Das ist doof, merke ich gerade. So, schöner. Und da wird es dann nochmal 6 neue Motive geben. Und zwar, ich sag mal jetzt einfach einen VW Bulli, diesen kleinen super punkigen Drachen, ein Koala, einen bunten Vogel, eine Rakete und das Happy Birthday, den Happy Birthday Schriftzug. Also die gibt es auch. Die, die ihr hier unterseht zum Beispiel, die habe ich sogar noch alle vorrätig im Shop. Also das weiß ich auswendig. Und ja, die neuen sind auf jeden Fall auch geordert. Die werden dann kommen. Und das sind ja die, die jetzt im Moment noch alle
aktuell sind. Neu, 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 neu. Ja, das wollte ich euch gerne mal zeigen. Freut euch drauf. Und ich hoffe, dass sie sehr bald da sind. Und so wie die Sachen natürlich vorrätig sind, werde ich mich wieder melden mit einem kleinen Video, werde euch das zeigen und natürlich auch so schnell wie es geht in den Shop einstellen. Preise habe ich jetzt so noch keine, muss ich dazu sagen. Beziehungsweise habe ich die Preisliste in Frankfurt liegen lassen. Also ich muss mich jetzt selber auch nochmal überraschen lassen, was da jetzt nachher, ich sag mal zum Beispiel die Uhr oder das Notizbuch kosten würde. Aber ja, das werden alles humane QVC-Preise sein, sage ich jetzt einfach mal, die ihr dann auch bei mir in den Shop bekommt. Gut, das war's. Ich wollte euch mal das Ganze kurz zeigen. Meine Freude, meine Vorfreude auf die schönen Sachen, die da kommen, zeigen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Und bis bald. Tschüss.